أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Willkommen zum letzten Vortrag für heute. Und ihr seht, also wir haben die Zeit genutzt, um über die Bedingungen zu sprechen, weil eben diese Bedingungen eine Einführung darstellen, so dass man die Demut vorbereitet, wie das Aufwärmen. Und dann kommen wir zu den Aspekten, also den Säulen des Gebets. Wir wissen ja, das Gebet hat bestimmte Säulen. Dazu gehört eben, dass man den Takbir aufsagt, Allahu Akbar, dass man Surat al-Fatiha liest. Dann eine wichtige Säule ist die Verbeugung und was dazu gehört, aufrichten und so weiter. Dann die nächste wichtige Säule ist die Niederwerfung und was dazu gehört. Und eine weitere wichtige Säule am Ende des Gebets ist At-Tashahhud und der Abschluss des Gebets. Ich möchte versuchen, über diese Aspekte ein wenig zu reden. So die, ja, ich möchte jetzt nicht sagen die wichtigsten, aber einige der wichtigsten Aspekte, an was man denken soll, wenn man betet. Also wenn das Gebet beginnt. Wir haben ja bereits erwähnt beim Aufstellen in die Gebetsrichtung den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn der Mensch betet, der Diener Allahs, dann richtet sich Allah azza wa jal, also richtet Allah sein Angesicht hin zum Betenden. Also das ist die erste Sache, an die wir denken sollen, wenn ich Allahu Akbar sage. Die zweite wichtige Sache ist, was passiert, ist ein grandioses Phänomen, und das lautet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Betende anfängt, dann werden seine Sünden auf seinen Kopf und seine Schultern gebracht. Wenn er sich verbeugt, fallen sie, und wenn er sich niederwirft, fallen sie. Also dieser Hadith ist einfach wunderschön. Wer kennt den Hadith noch nicht, hat den noch nicht gehört? Wenn die Sünden, also wenn der Betende anfängt zu beten, dann werden seine Sünden auf seinen Kopf und seine Schultern hingelegt, gelegt. Wenn er sich verbeugt, fallen sie. Und wenn er sich niederwirft, fallen sie. Wer kennt diesen Hadith bereits? Sehr schön. Wer von euch hat an diese Sache gedacht, als er Allahu Akbar gesagt hat? Oder als er sich verbeugt hat? Oder als er sich niedergeworfen hat? Im letzten Gebet. Wer noch? Es muss nicht sein, dass du in jeder Stelle, also auch einem Moment, es muss jetzt nicht jedes Mal sein. Wer hat das ganze Gebet gar kein einziges Mal an diese Sache gedacht? Genau. Das zeigt, wir brauchen Training. Das zeigt, wir brauchen Training, dass wir uns daran erinnern. Denn die Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala zu spüren, ist viel einfacher, wenn ich weiß, auf meinem Kopf und meinen Schultern sind meine Sünden. Dann werde ich demütig vor Allah stehen, mein Haupt senken, nach unten schauen, da wo ich meine Stirn hinstelle. Warum sollte man dorthin schauen? Wenn der Betende anfängt zu beten, Allahu Akbar, warum soll ich gerade dort hinschauen, da wo ich mich niederwerfe? Ja? Bitte? Weil man im Sujud am nächsten ist, ja? Genau, Jazakallahu khair. Damit ich mich darauf freue. Ich erwarte diese Stelle. Ich möchte dorthin. Das heißt nicht, dass ich jetzt schnell bete. Nein, nein. Ich genieße alles. Derjenige, es ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Ja. Wenn man ein Mehrgänge-Menü hat und du weißt, der vierte Gang ist was wirklich Hammer, also wirklich was super
Schönes, Schmackhaftes. Du wirst aber trotzdem nicht die ersten drei Gänge schnell runterschlucken, sondern trotzdem genießen. Aber du hast deine Vorfreude, der vierte Gang, das ist der Hammer. So der Betende, der weiß, As-Sujud, As-Sujud, bald ist es soweit. Bald darf ich Allah am nächsten sein, aber Sekunde, Sekunde, erst einmal mit Allah reden. Erst einmal mit Allah sprechen. Also man schaut hin zur Stelle des Sujud, damit du die Vorfreude bekommst. Bei Feiern oder Allahu A'lam was, da steht auch dann die Torte in der Ecke, aber noch nicht jetzt anfassen, bitte. Aber die Torte steht. Ja, jeder weiß, nachher gibt's Torte. Ist doch jetzt? Nein, du sollst noch ein bisschen warten, damit die Vorfreude größer ist und so weiter und so fort. Also, du schaust zum Sujud, zur Stelle, wo du Sujud machst, damit du dich darauf freust. Zwei Sachen also während dem Takbir. Erstens, Allah schaut mir zu. Zweitens, die Sünden sind auf meinem Kopf. Warum hebe ich die Hände so? Warum hebe ich meine Hände? Ja? Die Sünden wegbekommt? Ja, bitte? Sehr schön. Dass man die Dunya hinter sich lässt. Wenn du die Geste, lass mich in Ruhe, wie sieht die aus? So? Macht ihr das nicht? Lass mich in Ruhe. Als kulturabhängig, warum? Gibt es einige, die machen so, lass mich in Ruhe, oder? Also, oder nicht? Du machst die Geste nach hinten, also die Dunya erstmal zurück. Muss jetzt nicht hier so machen, wir machen so. Aber es ist eine Geste, die Dunya ist zurück. Und nur noch, ich konzentriere mich nur noch auf Allah subhanahu wa ta'ala. Also das sind mehrere Sachen. Und dann sage ich noch Allahu Akbar, um das nochmal zu bestätigen. Es gibt nichts Wichtigeres als Allah. Allahu Akbar, also Allah ist der Wichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres jetzt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich beschäftige mich mit niemandem anderen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann fange ich an mit dem Eröffnungsbittgebet. Das ist eine Sunna. Es gibt verschiedene Eröffnungsbittgebete. Danach kommt Suratul Fatiha. Und bei Suratul Fatiha, wie ich vorhin gesagt habe, handelt es sich um einen Dialog mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das erwähnte Allah in einem heiligen Hadith. Allah sagte, ich teilte das Gebet, also Surat al-Fatiha, zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile. Wenn er sagt, aller Preis oder alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, sagt Allah, mein Diener dankt mir. Wenn er sagt, dem Gnadenvollen, dem Gnädigen, sagt Allah, mein Diener lobt mich. Wenn er sagt, dem alleinigen Herrscher am Tag der Abrechnung, sagt Allah, mein Diener rühmt mich. Wenn er sagt, dir allein dienen wir aus Liebe und zu dir allein flehen wir um Hilfe, sagt Allah, dies ist zwischen mir und meinem Diener und er erhält, worum er bittet. Wenn er sagt, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, denen gezürnt wird und denen, die irre gehen, dann sagt Allah, dies ist für meinen Diener und er erhält, worum er bittet. Auch hier die Frage, du hast Dhuhr 4 Rak'ah gebetet. In welcher Rak'ah hast du an diesen Dialog gedacht? In welcher Rak'ah? Wer hat in der ersten Rak'ah daran gedacht? Dass Allah dir antwortet. In der zweiten? In der dritten?
In der vierten, wer hat das ganze Gebet gar nicht daran gedacht, dass Allah bei Surat al-Fatiha antwortet? Möge Allah uns erziehen. Ist klar, warum das Gebet nicht die Wirkung hat bei uns, oder? Weil wir nicht richtig beten. Doch, ich habe mich verbeugt. Aber diese Gedanken hattest du nicht. Wir sind so vergesslich. Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, dann bereitest du dich vor, oder nicht? Was sage ich dann? Und wenn er mich das fragt, was antworte ich und so weiter? Und du schreibst dir alles auf. Und dann, bevor du reingehst ins Büro von diesem Personalbeamten, nochmal, was war alles? Okay, das. Okay, so. Und dann gehst du rein und redest mit ihm. Würde jemand von euch ohne Vorbereitung in ein wichtiges Gespräch reingehen? Es geht ums Ganze. Ein sehr wichtiges Gespräch. Bei dem Job kriegst du 5.000 netto. 10.000 netto. Aber du musst das Vorstellungsgespräch wirklich gut führen. Würdest du dann sagen, ah ja, guten Tag, und du gehst einfach so und ohne etwas vorzubereiten? Auf jeden Fall nicht. Du wirst Tage vorher, wenn nicht Wochen vorher, die ganze Zeit, also er sagt und dann sage ich und dann sagt er und dann sage ich, okay, und was ist wenn? Und überlegst dir das. Wir müssen uns vorbereiten, bevor wir mit dem Gebet beginnen, an was soll ich denken, wenn Allah mit mir spricht. Es einfach mal zu genießen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah antwortet jetzt. Im Gebet natürlich, nicht außerhalb des Gebets. Im Gebet. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah antwortet jetzt. Das heißt, dass du dies dir vor Augen hältst. Wichtig ist, du musst Tafsir von Surat Al-Fatiha immer wiederholen. Sehr wichtig. Die wichtigste Sura im Koran für dich ist Surat Al-Fatiha. Warum? Weil du das jedes Gebet brauchst. So, die Frage, wer von euch hat ein Tafsir von Surat al-Fatiha gelesen oder gehört? Sehr schön. Wer von euch wiederholt diesen Tafsir von Surat al-Fatiha regelmäßig oder diesen Vortrag regelmäßig? Seid ihr Genies im Auswendiglernen, dass ihr nie vergesst? Wir vergessen alle. Also brauchen wir Wiederholung. Wir brauchen Wiederholung. Und deswegen ein Tafsir von Surat al-Fatiha muss immer ein Bestandteil sein von dir. Von mir aus eine Ayah im Monat. Muss ja jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, du sollst jeden Tag 20 Stunden Tafsir lesen. Eine Ayah im Monat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Da guck ich mal, jetzt habe ich zum Beispiel Tafsir al-Sa'di gelesen, jetzt guck ich mal Tafsir ibn Kathir. Bitte schön. So, jetzt schaue ich mir meinen Vortrag an. Da gibt es einen Vortrag, Tafsir, Surat al-Fatiha. Ich höre mir die 10 Minuten an über die eine Ayah. Das war's. Ich muss jetzt nicht eine Stunde mir anhören. Nimm dir nicht so viel vor, das wirst du nicht lange aushalten. Eine Ayah, dann hast du jedes Jahr ungefähr zweimal Surat al-Fatiha durchgenommen. Und das wird sitzen. Aber das ist unser Problem, dass wir uns nicht, das ist genauso wie jemand, der will immer Auto fahren, ohne zu tanken. Gut, man kann es ja verstehen heutzutage bei den Spritpreisen, ja. Aber das Auto wird nicht fahren. Wird nicht fahren. Und so wird dein Herz auch nicht wandern hin zu Allah, wenn du es nicht auftankst. Das war ein Timing. Denn du wirst das vergessen, an was du denkst. Ja, und leider haben wir natürlich jetzt nicht die Zeit, über Surat al-Fatiha zu reden, über jede Ayah.
Aber auch hier noch einmal die Ankündigung, also was heißt Ankündigung, die Erinnerung, dass diese Vortragsreihe, wie genieße ich das Gebet, da habe ich auch das ein bisschen mehr durchgenommen, Surat al-Fatiha. Ansonsten schaut euch jedes Mal ein Tafsir oder ein Vortrag von Surat al-Fatiha. Wie gesagt, es muss jetzt nicht sein, dass du jeden Tag oder jede Woche, einmal im Monat eine Ayah. Möchtest du mehr? Bitteschön. Aber wie gesagt, nimm dir nicht zu viel vor, denn du wirst das nicht aushalten. Die nächste Sache, die wir heute besprechen möchten, ist dann die Verbeugung. Und bei der Verbeugung, an was soll ich denken? An die Sünden, ja, was mit denen, mit den Sünden? Die fallen runter. An diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn der Diener sich verbeugt, fallen die Sünden runter. Und dabei sage ich, Subhana Rabbi al-Azim. Mal gucken, welcher Stelle das ist. Die Verbeugung. Warum verbeugt man sich? Was soll die Verbeugung denn einem zeigen? Ja? Dass man aber verehrt. Verehrung, genau. Ja? Unterwirft sich, ja. Wenn man, ihr kennt ja zum Beispiel im Kampfsport ist es sehr verbreitet, ja, dass man sich verbeugt vor dem Trainer, was natürlich nicht erlaubt ist. Ein Muslim darf sich nicht verbeugen vor einem Menschen. Wir verbeugen uns nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber warum machen die das? Ja? Was heißt gegenseitig? Ja gut, ja. Vielleicht verbeugt sich auch der Trainer, aber manchmal auch nicht. Aber auf jeden Fall, um sich gegenseitig Respekt zu zeigen. Warum ist eine Verbeugung eine Respektgeste, eine unerlaubte vor Menschen? Ja? Also entschuldige, Achi Barakallahu Fik, aber damit ich es nicht vergesse, vor dem Islam war es erlaubt, ja, wie bei Yusuf a.s. oder die Engel haben sich verbeugt vor Adam, aus Respekt, nicht aus Anbetung. Aber mit dem Islam wurde es verboten. Na, bitteschön. Ah, sehr schön, du machst dich kleiner als das Gegenüber, ja? Schwachstelle, man kann sich nicht gerne was werten. Wenn man sich verbeugt, dann ist eine Geste, dass ich schwach bin. Okay, ja. Man senkt sein Haupt. Mein Kopf ist unter deinem Kopf. Also, und das, dein Kopf ist ja das Wertvollste, was du besitzt. Also, du bist ja ein Mensch. Etwas, was der Unterschied zwischen dir und einem Tier? Ein Tier hat keinen freien Willen. Wo steckt dieser freie Wille? In deinem Verstand. Du kannst das machen, du kannst es unterlassen. Das ist also das Wertvollste, was du hast. Und deswegen, wenn jemand seinen Verstand verliert, zum Beispiel aus Alkohol und so, oder Drogen und so, wie verhält er sich? Der verhält sich auf eine Art und Weise, die lächerlich ist. Ja, man wird zu einem Menschen, der eben lächerlich ist. Das heißt, was macht dich so zu einer Person des Respekts? Dein Verstand, dass du besonnen handelst. So, du sagst jetzt, ich nehme diesen Verstand runter. Warum? Du bist wichtiger. Du hast einen höheren Rang. Das will man dem Gegenüber zeigen. Und das darf man nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt aber, warum habe ich das jetzt erwähnt? Von den Menschen, die das machen, damit ich verstehe, warum verbeuge ich mich. Ich verbeuge mich, um zu erklären, ja Allah, ich bin ein Nichts. Ja Allah, du bist alles. Und deswegen sage ich was während der Verbeugung? Subhana Rabbiyal Azim. Gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. An was denkt ihr, während ihr euch verbeugt? An was denkt ihr tatsächlich? Nicht an was solltet ihr denken. Im Gebet, du hast gesagt, Subhana Rabbi al-Azim. An was hast du gedacht? Außer jetzt, dass die Sünden fallen. Ja? Okay, meine Majestät, meine Hoheit. Ja, weiter. Man sollte, wenn man sich verbeugt vor Allah,
an etwas denken, was gewaltig ist, um daran zu denken, dass Allah gewaltiger ist. Denn Allah, haben wir Allah gesehen? Möge Allah uns erlauben, ihn zu sehen im Paradies. Wir haben Allah nicht gesehen, aber wir wissen, dass Allah gewaltig ist. So, jetzt will ich das auffrischen. Allah ist gewaltig. Dann muss ich an ein gewaltiges Geschöpf denken und danach denken, Allah ist der Schöpfer, also ist er gewaltiger. Zum Beispiel die Sonne. Die Sonne ist ein riesen Geschöpf. Oder sogar Planeten, die größer sind als die Sonne. Oder zum Beispiel aus der Welt der Engel. Da hast du genug gewaltige Geschöpfe. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde erlaubt, über einen Engel zu berichten. Zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter ist eine Strecke von 700 Jahren. Das ist nur die Hälfte von dem. 700 Jahre. Ein Engel. Und das ist nicht der größte Engel. Jibril alayhi salam hat 600 Flügel. Du sagst Subhana Rabbi al-Azim und denkst dir, ja Rabbi, wie gewaltig du bist. Du bist der Erschaffer von Jibril. Er hat 600 Flügel. Ein Flügel bedeckt den Horizont. Stell dir mal vor, das Meer, ja? Du bist irgendwo am Strand und siehst nur noch Wasser. Von rechts nach links, du siehst nur Wasser. Dieser Horizont jetzt am Ende, wo Wasser den Himmel berührt. Also, was man sieht, ja. So breit ist ein Flügel. Und Jibril hat 600 Flügel. Und wenn er seinen Flügel bewegt, fallen Juwelen herunter. Allahu Akbar. Wie schön, wie wunderbar ist Jibril. Ja Rabbi, du bist gewaltig. Allah hat ihn erschaffen. Aber du kannst auch ganz, ganz kleine Sachen dir vorstellen und sehen, wie gewaltig Allah ist. Wie gewaltig Allah ist, indem er zum Beispiel das Leben eingehaucht hat in die kleinste Mücke. Weil, was ist gewaltig? Was ist gewaltiger? Der Rechner in den 80er Jahren oder so ein Mikrochip heute? Natürlich ein Mikrochip. Je kleiner, umso gewaltiger, oder nicht? Warum? Weil so viel Platz in so einem mickrigen Raum. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Allah schämt sich nicht, das Gleichnis zu geben, einer Mücke oder was darüber ist. Dieses Wort oder was darüber ist, hat drei Bedeutungen. Eine Mücke oder was größer ist als die Mücke, Allah schämt sich nicht, weil die Kuffar haben gesagt, was ist das im Koran? Allah redet über Spinne, Allah redet über Biene, über winzig kleine. Die haben sich gedacht, nur gewaltige Geschöpfe verdienen es als Gleichnis zu benutzen. Aber wir wissen heute noch, wie ich vorhin gesagt habe, ein Mikrochip ist viel komplizierter als diese PCs von früher, die riesengroß waren und nicht diese Speicherkapazität hatten. Allah sagt, er schämt sich nicht. Warum? Das ist doch auch eine Kunst. Das ist doch auch etwas Gewaltiges, diese klitzekleine Mücke, diese Biene. Wo passiert das, dass subhanallah die Polle auf einmal Honig wird? Und wo ist diese Firma, dieser Betrieb, diese Produktionsstätte? So ein Tafsir, eine Bedeutung heißt also, Allah schämt sich nicht, das Beispiel oder das Gleichnis einer Mücke zu geben oder was darüber ist, also was größer ist. Das ist Nummer eins. Oder was darüber ist, also was drauf ist auf der Mücke. Und heutzutage hat man herausgefunden, auf der Mücke gibt es nochmal Lebewesen, die winzig klein sind. So, und die dritte Deutung, Tafsir, ist, was darüber ist,
also kleiner. Warum? Weil die Komplexität, dass Allah Azza wa Jal das Leben einhaucht in winzig kleinen, zum Beispiel diese, wie heißen die Viecher da im Teppich, die Milben zum Beispiel, man kann sie gar nicht sehen. Und das sind Lebewesen. Oder vielleicht noch kleiner. Und das sind Lebewesen, die leben. Allah schämt sich nicht, noch kleinere Wesen, also darüber in was? Darüber in der Komplexität, darüber in der, wie nennt man das noch? Also, dass es eben noch kleiner und schwieriger ist. Das heißt, du kannst dich auch an Sachen erinnern, die winzig klein sind, um zu erfahren, wie gewaltig Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Schau dir an ein Wal. Von was ernährt sich ein Wal? Plankton. Wie groß ist Plankton? Winzig. Wie wird so ein Wal sein? Wie wird so ein Wal sein? Von winzig kleinen Lebewesen, da muss ja aber Tonnen essen. Und Allah erschafft ihm seine Nahrung. Subhanallah. Wenn du dann an einen Wal denkst, wie groß dieser Wal ist. Das ist der größte Lebewesen, oder nicht? Wow, alle. Wie groß so ein Wal ist und wie winzig seine Nahrung ist. Subhana Rabbi al-Azim. Wie Allah das gemacht hat. Subhanallah. Dass dieser Wal, das ist so ein Babywal, dann wird er größer und wieder größer und wieder größer und wieder größer und die Organe werden größer. Was ist, wie sieht denn ein Herz von einem Wal aus? Wie ein Smart? Ja, subhanallah al-azim. Und es wird größer. Subhanallah. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Ein Baby ernährt sich nur von Muttermilch, oder? Nur Muttermilch. Und das wird, ich weiß nicht, ob es jede Woche ist, 1 Zentimeter größer. Nur mehr. Das Herz wird größer, die Lunge wird größer, die Leber wird größer, die Niere. Es ist ja nicht nur so, dass ein Organ größer wird und die anderen bleiben winzig klein. Nein, nein. Der Kopf wird größer, die Augen werden größer, die Hände werden größer, die Finger werden größer, die Füße werden größer, die Knochen werden größer. Alles durch was? Unter Milch. Milch. Du als erwachsener Mensch, du musst gucken, habe ich genug Proteine, Kohlenhydrate und Fett und bla 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 und das und Eisen und so weiter und so fort. Nimm mal das und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fleisch, ein bisschen das, ein bisschen das. Und so, besonders hier die Bodybuilder unter euch, ja, und dann hier, damit die Muskeln und so weiter und so fort, Aminosäure, bla bla bla. Wird trotzdem nicht größer. Einfach Bismillah sagen und dann, ne? Und so ein Baby weiß von nichts auf dieser Welt, trinkt die Muttermilch und wird größer, subhanallah. Also Allah hat uns so viele Themen gegeben, dass wir beim Rukur erkennen, wie gewaltig Allah ist. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen schau dir mal eine Doku an, über die Tierwelt oder Allah, Pflanzenwelt oder irgendetwas, damit du daraus lernst, an was du denkst im Rukur. Deswegen, liebe Geschwister, die Wissenschaftler früher, die Muslime, warum wurden die waren Vorreiter in Mathe, in Physik, in Chemie, in Medizin, in Biologie, in allen Bereichen. Warum? Weil die das gelernt haben, damit die Allah lieben. Die haben das studiert, damit die Allah, wenn sie ihn anbeten, wissen, an was sie denken sollen. Die wussten, damit mein Iman stärker wird, muss ich diese Schöpfung verstehen. Warum? Dann werde ich den Schöpfer lieben. Deswegen wurden sie Vorreiter auch in den weltlichen Wissenschaften. Wenn ich dann aufstehe vom Rukur, sage ich was? Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Also Allah hört denjenigen, der ihm dankt. Und dann sagt man, o mein Herr, o unser Herr, dir gebührt der Dank.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete einmal und dann hat einer der Betenden eben gesagt, Sami'a Allahu liman hamida. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet, wer hat das gesagt im Gebet? Dann sagte dieser Mann, ich. Dann sagte er, ich sah um die 30 Engel, die wetteiferten, wer es auch zuerst niederschreibt. So besonders ist dieser Dhikr. Warum lobe ich Allah, wenn ich aufstehe vom Rukua? Warum sage ich Sami'a Allahu liman hamida? Ich erinnere mich zuerst. Also Sami'a Allahu liman hamida. Allah hört denjenigen, der ihn lobt. Ist eine Erinnerung für deine Seele. Danke Allah. Lobe ihn. Dann sagst du, Rabbana wa lakal hamd. Unser Herr, dir gebührt das Lob. Warum? Warum lobe ich Allah nach dem Rukua? Ja? Barakallahu fiik. Du bedankst dich, ja Rabbi, danke, dass ich mich verbeugen durfte. Ja Rabbi, danke, dass ich mich verbeugen durfte. Aber wie genieße ich jetzt diesen Dhikr? Wie genieße ich diese Gabe? Ich darf mich verbeugen. Ja? Indem man daran denkt, dass es Menschen gibt, die sich nicht verbeugen können. Jazakallah. Indem man daran denkt, es gibt Menschen, die verbeugen sich nicht. Es gibt Leute, die leben 80 und 90 Jahre in islamischen Ländern. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die in nicht islamischen Ländern, also gar keine Muslime waren und so weiter und so fort. Und so. Sie sind in islamischen Ländern geboren und dort aufgewachsen. Sie haben Adhan gehört und so weiter. Lebt 80 und 90 Jahre und hat sich noch nie verbeugt vor Allah. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Aber wenn du nicht weißt, wie wertvoll die Verbeugung ist, dann wirst du diesen Dhikr auch nicht genießen. Wenn du schwimmen gehst, im Meer zum Beispiel oder in deinem privaten Swimmingpool, kannst du uns mal einladen. Wenn du da eintauchst und dann rauskommst, was für ein Gefühl hast du dann? Seid ihr keine Schwimmer? Bitte? Wir haben kein Schwimmen. Ach so, okay. Dann bleiben wir beim Meer. Oder habt ihr kein Meer? Okay. Dieses Gefühl, wie schön dieses Eintauchen im Wasser war. Das war so schön und dann wieder raus. Was möchtest du? Dann sagst du, ah, nochmal einen Sprung und zack. Warum? Es war so ein Genuss. Derjenige, der im Rukua war und daran denkt, die Sünden sind runter. Ah, wie schön, wie gut, dass du, die Sünden sind gerade runter. Und dann noch, Subhan Rabbi al-Azim. Allah ist so gewaltig. So, du sagst ja, Sami'a Allahu liman hamida. Ah, das war so schön. Diese Verbeugung war so schön. Das sagst du natürlich nicht, sondern das denkst du. Deswegen dankst du Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommen wir zum Höhepunkt des Gebets. Der Höhepunkt des Gebets, die beste Stellung und der schönste Moment im Gebet. As-Sujud. As-Sujud. Die Niederwerfung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Diener ist seinem Herrn am nächsten in der Niederwerfung. Wenn du in der Lage bist, nahe zu sein von einer wichtigen Person, zum Beispiel du bist auf der Arbeit und da gibt es die Chefetage. Wenn du Ist es ein Unterschied für dich bei der Arbeit, ob du weit weg von der Chefetage arbeitest oder in der Nähe? Je höher, umso wichtiger bist du. Je näher du vom Chef bist, das heißt deine Aufgabe oder auch dein Rang bei deinem Chef, ist gewaltiger. Und deswegen gibt es
Den Spruch, möchtest du deine Stellung bei ihm erkennen, dann schau dir deine Stelle an. Oder dann schau dir an, wo er dich hingestellt hat. Ein anderes Beispiel. Da gibt es einen König. Der eine ist der Gärtner und der andere ist der Berater. Wer hat die größere Stellung? Der Berater natürlich. Warum? Er ist näher zum König. Und jeder wünscht sich dann, je näher, umso besser geht's dir. Der Lohn ist mehr, oder nicht? Je höher du näher zum Chef bist, umso mehr ist dein Honorar. So, wenn du jetzt am nächsten bist, näher geht's gar nicht mehr. Was bedeutet das? Das heißt, da gibt es einen gewaltigen Lohn. Als eines Tages zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einem Sahabi, der war Jugendlicher, er sagte ihm, wünsch dir was. Dann sagte er, ich wünsche mir, dass ich dich begleite im Paradies. Das war mehrere Tage und immer hat er ihm die Frage gestellt und er hat die gleiche Antwort gegeben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hilf mir, dir zu helfen durch vermehrte Niederwerfungen. Durch vermehrte Niederwerfungen. Die Niederwerfung, Allah azza wa jalla sagt, wasjud waqtarib. Werf dich nieder und komme näher. Und jetzt verstehen wir, warum ich Subhana Rabbiyal A'la sage im Sujud. Also gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Was hat denn das jetzt mit Sujud zu tun? Wenn du dich niederwirfst, steigst du auf. Bitteschön, wolltest du das sagen? Wenn du dich niederwirfst, steigst du höher, bitte. Warum wirst du höher? Weil du dein Haupt, hatten wir vorhin gesagt, wegen Verbeugung. Du legst dein Haupt, das Wichtigste, legst du auf den Boden, da wo deine Füße sind. Also ich meine, auf der gleichen Ebene. Nicht, dass er denkt, du musst hier so bei wie Wing Chun hier dein... Ja, sondern es, ich meine auf der gleichen Höhe. Das, was ich hier drin habe, das ist mein alles. Das macht mich zum Menschen. Mein Verstand ist auf dem Boden. Heißt was? Ja, Rabbi, ich mach das, was du willst. Was machst du mit deinem Verstand? Du denkst, du entscheidest, du hast einen Willen. Ja, Rabbi, bitteschön, hier. Auf dem Boden ist mein Verstand. Heißt du was? Ich bin dein Diener. Ich mache, was du von mir verlangst. Mein Wille ist, dass ich dich zufriedenstelle. Wenn du das machst, dann wirst du katapultiert in die höchsten Stufen im Paradies. Mit jeder Niederwerfung, Stufe höher. Niederwerfung, Stufe höher. Niederwerfung, Stufe höher. Bis du irgendwann wo bist? Im Firdaus. Möge Allah uns den Eintritt in Firdaus erlauben. Wenn du also sagst, Subhana Rabbi al-A'la, dann spüre, wie du steigst. Subhana Rabbi al-A'la. Und du steigst. Subhana Rabbi al-A'la. Und du steigst. Du musst das spüren, dass du steigst, wo denn? In den Stufen des Paradieses, ja Rasulallah, ich komme dir immer näher. Dass du immer näher zum Propheten kommst. Und wo wird der Prophet sein? Im Firdaus. Was ist die Decke des Firdaus? Arshur Rahman, der Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Wer denkt, während er Sujud macht, dass er gerade aufsteigt. Wer hat von euch daran gedacht? Ja, wir müssen viel nachholen, oder nicht? Wir müssen sehr viel nachholen. Und deswegen, Alhamdulillah, erlaubt uns Allah 4 Raka'a zum Beispiel. Und in jeder Raka'a 2 Sujud. Das ist auch etwas Fantastisches. Es Sujud
ist etwas, da bringt dich Allah höher, oder nicht? So, Nummer eins. Zweitens, du bist Allah am nächsten, also deine Bittgebete und Wünsche werden erfüllt. Wie ist das Verhältnis von Sujud zu Ruku', Niederwerfung und Verbeugung? Genau, doppelt. Guck mal, wie gnädig Allah ist. Die Verbeugung ist, Allah verlangt von dir die Verbeugung, damit du bestätigst, dass er der Gewaltige ist, sein Recht. Und Allah erlaubt dir die Niederwerfung, damit du deine Wünsche aufsagst. Das ist dein, nicht Recht, aber das ist dein Part. Das ist dein Geschenk. Sein Recht verlangt er einmal. Dein Geschenk kriegst du doppelt. Die Verbeugung einmal. Aber zweimal darfst du Allah, von Allah Dinge wünschen im Sujud. Wenn ich jetzt im Sujud bin, erinnere ich mich, ich steige empor. Ich erinnere mich, Allah erfüllt meine Wünsche, also muss ich bitten. Es gibt einige, die sagen nur dreimal Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Ja, warum denn? Hast du keine Wünsche? Hast du keine Sorgen? Hast du keine Angelegenheiten in deinem Leben? Wünsch dir doch was im Sujud. So, dann sagst du Allahu Akbar. Was sage ich dann, wenn ich sitze zwischen dem Sujud? Ja? Rabbighfirli. Hatte ich gerade eine Sünde bekannt? Warum sage ich Rabbighfirli? Ich war doch in der Niederwerfung, oder nicht? Warum sage ich, oh mein Herr, vergib mir? Weil man aufgehört hat mit der Niederwerfung. Okay, aber Allah hat dir doch gesagt, du sollst aufstehen. Also dich hinsetzen. Ja? Ich habe immer noch Sünden. Genau, ich denke an die Sünden, die runtergefallen sind. Ja? Genau, dass man nach den guten Taten Istighfar macht, wie nach dem Gebet. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann wird sofort was gesagt. Das Erste, was du sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aber ich war doch im Gebet. Ich bitte um Vergebung. Erstens, weil ich natürlich die Sünden habe. Zweitens, weil ich zugebe, das Gebet war keine Gegenleistung für all deine Gaben, ja. Deine Gaben sind viel gewaltiger, als dass ich sie bezahlen kann mit diesem Gebet. Ja Rabbi, diese Niederwerfung, ja Rabbi, du bist viel majestätischer, als das genügt. Ja Rabbi, du hast mehr verdient, also vergib mir im Sinne von, ja Rabbi, nimm von mir diese Niederwerfung an, auch wenn sie nicht dir gebührend ist. Wenn jemand etwas Gutes getan hat dir, ja, der hat dir geholfen aus so einer richtig schlimmen Situation, mit viel Geld oder Allahu A'lam und so weiter. Und dann gehst du, und du hast nicht so viel Geld, und dann gehst du und kaufst ihm irgendein Geschenk, Allahu A'lam, was jetzt nicht so viel wert ist. Wie übergibst du ihm dieses Geschenk? Du wirst ihm sagen, guck mal, du hast natürlich mehr verdient, ja, aber das ist nur so eine kleine Geste, ja, das als Dank, ja. Ich hoffe, du nimmst es von mir an. Das ist natürlich überhaupt keine Gegenleistung für all deinen Einsatz. Ich danke dir wirklich sehr, sehr, sehr. Ja, aber das ist nur so eine kleine Geste, bitteschön. Du willst ihm danken, aber du bittest gerade um Entschuldigung bei ihm. Warum bittest du um Entschuldigung? Ja? Du kannst es nicht wieder gut machen. Das, was er getan hat, ist viel mehr als das, was du ihm jetzt gerade gibst. Was sollen wir dann bei Allah sagen? Rabbighfirli. Vergib mir. Was soll ich sagen, ja Rabbi? All die Gaben, die du mir gegeben hast. Und die beste und schönste und größte Gabe ist, dass ich überhaupt niederwerfen darf. Diejenigen Muslime, liebe Geschwister, die sich nicht niederwerfen können, die beten und so, aber er kann nicht, er muss auf dem Stuhl beten und so. Das Größte, was er sich wünscht, ist, sich niederzuwerfen. Subhanallah, mein Vater, rahimahullah,
Der war schon vorher krank und musste immer im Sitzen beten. Subhanallah, eines Tages, der betet. Dann ist er runter. Der geht, der kann nicht runter. Aber der konnte nicht mehr. Der wollte unbedingt sich niederwerfen. Und der konnte auch nicht mehr hoch. Dann mussten wir ihm, es ging nicht. Also der kann, aber der hat gesagt, ich konnte nicht mehr, ich wollte mich niederwerfen. Und subhanallah, einmal für Medina al-Munawwara, da habe ich gebetet. Und neben mir, ich weiß nicht, was für ein Gebet, also ein Gemeinschaftsgebet war das. Und daneben mir war ein Mann, ja. La ilaha illallah. Ich dachte, der fällt um. Der hat so gezittert. Der war so wackelig. Ich dachte, der kippt um. Ich habe ihn sogar ein bisschen gehalten. Während dem Gebet. Ich dachte, der kippt um. Erste Raka. Ja? Der stand da, da war alles in Ordnung. Habe ich nichts mitbekommen. Rukur, Aufstand. Dann waren wir im Sujud. So. Und dann nächste Raka aufgestanden. Bis der mal oben war, das hat lange gedauert. Und wie gesagt, wackelig und so. Okay, dann dachte ich, okay, gut, war irgendwas. Der hat alle Rakaat so gebetet. Der hätte sich es auch leicht machen können und sagen, okay, spät. Aber, liebe Geschwister, die Sehnsucht danach, diese Stirn auf den Boden zu legen. Und unser einer ist so gesund, ist aber sich zu faul, um diese Stirn auf den Boden zu legen. Möge Allah uns nie daran hindern, unsere Stirn auf den Boden zu legen im Gebet. Auch ein Scheich, der wurde amputiert, Scheich al-Huwaini, hafizahullah, Allah yashfi, der hat auch gesagt, das, was mir am meisten wehtut, ist, dass ich meine Stirn nicht mehr auf den Boden legen kann. Und du bist gesund? Bist du amputiert? Bist du querschnittsgelähmt? Möge Allah uns bewahren? Kannst du, mein Vater, rahimahullah, hatte eine Versteifung der Wirbelsäule. Das heißt, diese Bandscheibe ist gar nicht da. Krankheit nennt man Morbus Bechterew. Auf jeden Fall, die Versteifung, das heißt, du kannst dich, der konnte auch nicht so oder so machen. Ja? Das ist eine Versteifung der kompletten Halswirbel bis runter. Das heißt, es gibt Krankheiten, da kannst du nicht mehr. Allah hat dich aber verschont. Du kannst beten. Und dann, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ganz schnell. Warum denn? Genieße doch die Niederwerfung. Genieße dieses Geschenk von Allah, dass du deine Stirn auf den Boden legen kannst. Dann zum Schluss beenden wir das Gebet. Natürlich, wie gesagt, es gibt mehrere Aspekte, die ich leider hier nicht erwähnen konnte. Aber zum Schluss, Assalam, also man macht Tahiyyatullah und Salawat und dann die Segenswünsche, da gibt es auch vieles zu sagen. Und am Ende beendet man das Gebet, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wen begrüßt man denn da? Assalamu alaikum ist doch ein Gruß, oder nicht? Ja? Also wenn man allein ist, die Engel, genau. Die Jama'a. Genau. Wenn man alleine ist, dann bedeutet das, du grüßt die Engel, rechts und links. Und wenn du mit anderen betest, dann grüßt du eben denjenigen, der nebendran ist. Warum? Warum soll ich jetzt diese Leute grüßen? Weil das eine Geste ist, dass du raus bist aus dem Gebet. Im Gebet durftest du nicht sprechen. Außer Koran lesen, Dhikr, sagen Dua machen. Durftest du mit den Leuten reden? Nein. Durftest du mit den Engeln reden? Nein. Du solltest nur Koran lesen, Dhikr aufsagen, Dua aufsagen. Die Geste jetzt, so, du bist entlassen von diesem, oder anders formuliert, der zum Beispiel ein Soldat, wenn er vor seinem Vorgesetzten steht, kann der einfach sagen, okay, tschüss? Oder muss er dann diese Geste machen, ja? Damit er also, okay, jetzt das Gespräch ist beendet, jetzt kannst du gehen. Das heißt, aus Respekt gegenüber Allah beendest du das Gebet so, wie er will. Wie eben der Soldat, der das Gespräch mit seinem Vorgesetzten beendet, wie es eben der Brauch ist. Ja? Du machst zwei Sachen, um das zu zeigen. Einmal zu sprechen und einmal den Kopf rechts und links zu bewegen. Warum? Weil während dem Gebet darfst du ja deinen Kopf nicht einfach so bewegen.
sondern du sollst ja nach unten schauen. Das waren einige Aspekte, liebe Geschwister, über das Gebet. Wie gesagt, dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir das jeden Tag brauchen, öfters. Und wir, wie ihr seht, wir alle, möge Allah uns vergeben, möge Allah uns erziehen, vergessen vieles, was wir nicht machen im Gebet. Und daher müssen wir immer dieses Thema auffrischen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen geben über das Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. O Allah, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du von uns die guten Taten annimmst und unsere schlechten Taten vergibst. O Allah, wandle unsere Sünden in gute Taten um. O Allah, gebe uns ein gutes Ende. Lass unsere besten Taten die letzten sein und unsere schönsten Tage jener Tag sein, an dem wir dir begegnen. O Allah, lasse uns trinken aus dem Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass wir danach keinen Durst mehr verspüren. O Allah, schenke uns den Schatten unter deinem Thron an jenem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, und lasse uns die Brücke überqueren, so schnell wie möglich, auf dass wir ins Paradies eintreten, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.